Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Land, The Golden Curse. Warte mal, ich hatte hier doch irgendwo. Sieht so aus, als müsste hier etwas platziert werden, ja. Aber was denn? Da. Nein. Weiß ich nicht. Vielleicht eine Kerze. Oder dergleichen. Oder hier, so eine Energiekugel. Aber ich habe nur eine. Jetzt liegt der Text hier nicht mehr, den wir zum Schluss hatten, ne? Ich wollte ihn eigentlich nochmal vorlesen. Weil, oder ich weiß gar nicht. Ah ja, das Schloss des Wahnsinns. Siehst du wohl. Dies ist ein altertümliches Schloss im Untergrund. Es ist sagenumwoben und Mittelpunkt vieler Legenden und Geheimnisse. Wir wissen, dass der Orden der Wahnsinnigen einst hier ihren Sitz hatte. Nicht als, was? Nicht ein einziger ungewöhnlicher Sterblicher, gewöhnlicher, nicht ungewöhnlicher, hat dieses Schloss hier betreten. Es gibt jedoch Berichte, dass diese Tore viele Wunder verbergen, wie ein Labyrinth aus Korridoren. Nö. Und Rätsel hinter jeder Tür. In den Tiefen des Schlosses existiert ein Raum, welcher der Tresor genannt wird. Dort sitzt bis heute ein alter Goldschmied und schmiedet neue magische Objekte Tag und Nacht. Ich will hier wieder raus. Gut, dann habe ich das ja auch und hier komme ich wahrscheinlich überhaupt nicht durch, weil ich keine Energiekugel habe. Ja, so viel dazu. Das ist ärgerlich. Muss ich denn jetzt hin? Falls man etwas im Hintergrund, ich kann nicht mehr reden, hört, das liegt an Minecraft, ist aber nicht weiter wild. So, also nur damit es nicht irritierend ist. Schlüsselelement. Hier ist ein Hebel. Ach du Heilige. Ja. Achso, jetzt habe ich eine Fackel, warum auch immer. Da fehlt etwas. Hier ist was Rotes. Das ist ein Lappen. Ich brauche einen Hinweis. Aber wo ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen und keine Antworten. Kannst du ihn abfackeln? Nein, kannst du nicht. Kannst du das hier nehmen? Nein, kannst du auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Mach, 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 mach. Damit kannst du den Sack aufschneiden. Gib her! Mit dem Lappen. Und hier sind die Würfel. Das ist dieses komische Ornament. Kommt das hier rein? Aber es ist nicht. Ach so. Ich dachte, er macht's hier rein. Okay. Muss ich ein Muster erstellen? Was ist das? Ein Besen. Ein Besen. Was soll ich denn mit dem Besen? Soll ich hier sauber machen? Wisst ihr, wie lange ich denn hier beschäftigt bin? So, ich brauche einen Hinweis. Ja, ich habe keinen. Viel zu dunkel. Im Dunkeln kann ich nichts machen. Ach so. Da ist der Hinweis. Da ist auch noch irgend so ein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will das, glaube ich, auch gar nicht wissen. Aber jetzt habe ich hier ja noch gar nichts für. Wir brauchen das. Was? Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir brauchen das. Yay! Jetzt fehlt mir trotzdem noch einer. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe hier noch den Besen. Aber wofür denn?
Nix. Kann ich hier noch was mitmachen? Nö. Fehlt auch noch einer. Das ist ja ulkig. Habe ich nicht wahrgenommen. Okay. Was soll ich machen? Bewege die einfarbigen Räder so, dass weiße Flügel im zentralen Rad erscheinen. Ja. Ich kann hier drauf ehrlich gesagt so gut wie gar nichts erkennen. Muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie ich sie bewegen soll. Okay. What the fuck, echt jetzt? Das ist aber... Okay. Yay, und eine Lichtkugel. Da müssen wir ja gar nicht so weit weg. Oh, mein Fuß schläft ein. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Okay, dann haben wir jetzt die Lichtkugel. Hier ist auch noch etwas. Was haben wir denn da noch? Was habe ich nicht gesehen? Bitte was? Hier. Schlüssel. Hierfür habe ich aber nichts. Ach. Daran, ach, die Säge, ja klar. Da habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Kommt hier rein, ne? Jupp. Jupp. Gut, dann... Was soll ich mit diesem Arm? Ich will den nicht. Okay, Schiffswrack. Ah, das hier ist auch noch da. Ich will das echt... Ich will das nicht machen. Schau mich an, weil... Hey, was soll ich denn mit diesen ganzen Armen anfangen? Ja, okay. Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt gefunden. Ja, und jetzt? Wähle die Stufen, um die ersten bis letzten zu verbinden. Was soll ich machen? Okay, verschieben kann ich sie nicht.
Ja, klappen kann. Ja, dann ist die sicher aber auch nicht richtig. Keine Chance, ne? Geht das? Ja, das hier hat er ja nicht richtig umgesetzt, ne? Das ist eben so gut. Ich muss irgendwas trinken aus dem schlechten Arm gerade ein. Also das bei 12 Minuten ein bisschen Zeit ist noch. Guck mal, warum geht denn das nicht? Das sieht doch gut aus. Hörte nicht rein. Ein Artefakt mit unbegrenzter Macht. Wenn du das was Streichholz anzündest, wird es nie ausgehen. Wow, I can walk on the ceiling here. Woohoo! Hä? Was kann das Kind? An der Decke laufen? Der Orden der Wahnsinnigen. Dies ist der älteste und einflussreichste Orden des verlassenen Landes. Seine Mitglieder sollten Halbgötter mit übernatürlichen magischen Fähigkeiten gewesen sein. Sein Hauptziel war es, das Wohlsein und den Wohlstand der Bevölkerung des verlassenen Landes zu gewährleisten. Es wird erzählt, dass die Magier dieses Ordens in der Lage waren, das Wetter zu kontrollieren, die Landschaft zu verändern und selbst das Land und See zu tauschen. Aha. Deshalb nannte die Bevölkerung sie die Wahnsinnigen. Der Orden blieb aktiv, bis Gorasa während seiner Herrschaft alle bis auf ein Mitglied tötete. Oh. Ja, das ist nicht gut. Ist etwas drin. Wie komme ich jetzt heraus? Weiß ich nicht. Was zur Hölle soll ich eigentlich mit dem Lippenstift? Kann mir das mal einer verraten? Hier gibt's noch was. Ach so. Okay. Soll ich da noch weitermachen? Komm, Blümchen rein. Nein. Streichholz. Nee, kann ich nichts mit anfangen. Lippenstift, warum auch immer.
Moment, was? Noch ein Objekt in der Wand? Genau das auf der anderen Seite? Déjà-vu. Das hat hier bestimmt Logik. Aber trotzdem kriege ich es nicht ab. Ist ja verwirrend hier. Was soll ich denn damit machen? Ach, das kann man öffnen, Mensch. Ich dachte, ich musste irgendwas reinlegen. Das weiß ich doch nicht. Okay. Linse. Platziere ein sauberes, gekochtes Ei in der Flasche. Versuche es nicht zu zerbrechen. Ah. Ja. Warum auch immer. Sortiere die Erbsen und Linsen, ohne sie aus dem Behälter zu nehmen. What the fuck, was ist das? Ich brauche etwas, womit ich zeichnen kann. Mhm. Ach, ist das hier so so verbinden? So was habe ich als Kind immer gemacht. Okay, 2, 2, 2 gleich. Beweg die Steine aus dem oberen Regal an die leeren Stellen im unteren Regal, um die Gleichung aufgehen zu lassen. Uch. Ja. Gib den richtigen Code ein. Sind das diese? Soll hier der richtige Code hin? Ne, das ist eins. Dann haben wir einmal das. Das ist ein bisschen komisch zu erkennen, ne? Warte mal, ich mach mal erstmal ihn hier. Das sieht aus wie so eine, weiß ich nicht, so eine Schlange oder sowas, oder so ein Pfeil. Etwas fehlt hier. Ja? Was ist denn jetzt passiert? Warte mal, wir gehen erstmal. Das ist nicht mein Ort. Wir gehen erstmal zu den anderen Orten hin. So. Ja. Denn jetzt? Bitte was? 5 und 8. Ich brauche was? Zutaten. Hier. Nein. Was für Zutaten brauche ich denn? Schwarze Ölfarbe, 3 Einheiten. Starker Rotwein, Lösungsmittel. Habe ich nicht. Kann ich auch noch nichts machen. Aber warum führt er mich denn dahin? Jetzt nur, damit ich den Zettel dahin lege. Ja, er ist ja auch ein Schnubbi, du. Hm.
Den kann ich auch noch nichts anfangen, oder? Ich weiß gar nicht, warum ich hier immer noch rein kann. Aber ich muss was damit anfangen können. Ach, wegen schwarzer Ölfarbe, ja. Ja, ja. Naja, ist schon mal ein Anfang. Okay. Dann hierhin. Ein paar Minuten noch. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo ich hier anfangen soll. Sonnenbrille. What the fuck? Was soll ich mit einer Sonnenbrille? Hier nicht. Muss es Sinn ergeben. Um die Passage zu öffnen, musst du den richtigen Stein drücken. Du musst herausfinden, welcher es ist. Tja. Und was soll ich damit machen? Ich habe kein Ei. Verstehe nicht so ganz, ehrlich gesagt. Und ich fühle mich ein kleines bisschen verarscht. Was soll ich denn? Streichholz? Ach so, ist das so? Okay. Okay, das Feuer soll helfen, das Ei da reinzusaugen. Ich weiß es nicht. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, was ist das, ein Schnecker? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Gott, 30, 31, 32, 33, yay! Den Stein muss man drücken. Tada! Sehr gut. Und da gehen wir jetzt hin. What is this? Das weiß ich auch nicht, Schätzchen. Okay. Hier ist ein Zettel, den lesen wir noch und dann beende ich den Part Tempelruine. Ein Tempel für die Zwergengötter wurde auf der höchsten der schwebenden Insel erbaut. Als sie noch mit den Amboss-Gipfel verbunden war. Überraschenderweise war es nicht Gorasa, der sie zerstört hatte. Zeit und zahlreiche Katastrophen brachten den Tempel dazu, einzustürzen. Lebroch Kron, war der letzte der Priester. Er verließ den Tempel, als ihn die Gerüchte erreichten, dass sein Bruder Gorasa Kron endlich gestorben sei. Und dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Die Insel löst sich vom Amboss-Gipfel und schwebte fort. Was ist das? Okay. Ah ja, okay. Hier können wir nichts mehr machen. Gott sei Dank, mich hatte das schon irritiert.
So, was haben wir denn hier noch? Ach so, mir fehlt hier sogar noch eine Statue. Da, ich habe ein Ei. Yay. Ja, was soll ich denn hier mit dem Ei? Soll ich hier überhaupt was mit dem Ei? Löffel. Ach so, okay. Und das lege ich einfach so da rein, dann fasse ich da gleich wieder ran. Irgendwie herausholen, ja, wahrscheinlich mit dem Löffel. Wollte ich gerade sagen. Ob das in Wirklichkeit auch so locker leichter reinflutschen würde? Kristallpyramide. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie versucht. Jetzt gedacht, dass das dahin muss. Aber das war nix. Kein Schlüssel. Ah ja, okay. Keine Ahnung, wie man dahin kommt. Aber hier bahnen sich unsere Wege. Oh Gott. Come closer, child. I want to get a good look at you. Ah, youth. I was your age when I was locked in this safe. Oh yes, I forgot to introduce myself. I am Ujit, the goldsmith. Looking for the spell book? If it is here in the castle, the only suitable place is the great library. You will find the key in the lair of the Minotaur. Sometimes it leaves its lair and comes here to pick up new goods. You can summon the Minotaur using the horn. The problem is that the bellows that blow air into the horn are old and leaky. We need new ones, otherwise we won't succeed. Wait, we can give Ujit the Minotaur amulet. You will make another item out of it and give it to the Minotaur. The monster will pick it up without suspecting any tricks and turn into stone. Great idea. You fix the horn, and I'll take care of the item for the Minotaur. But I'll need a pearl, and you'll have to help me sort the diamonds out of this pile of grain. Diamanten und Körner. Ein Geschenk für den Minotaurus, Parfümflasche. Ist das? You have to find all the missing gemstones in order to open the chest. Alles klar. This statue of the king is missing two pieces. If you find one of them, the other one will reveal itself. Okay. Ah, der Minotaurus. Die Geschichte des Minotaurus begann, als der Orden der Wahnsinnigen auf dem Höchststand war. Genau wie Naga wurde auch der Minotaurus von den Orden genutzt, um das Schloss zu beschützen. Nachdem Gorasa jeden im Schloss elendig hingerichtet hatte, bot er dem Minotaurus Gold und Macht und überzeugte ihn, sich seiner Armee anzuschließen. Genau wie die anderen auch. Es war dann, dass. Was? Es war dann, dass der Minotaurus seine Leidenschaft für.
schimmernde Dinge, ach so, schimmernde, wertvolle Objekte entdeckte. Er hatte einen Goldschmied, der ihm immer mehr neue Objekte für seine stetig wachsende Sammlung herstellte, bis er versteinert wurde. Tja, so ist das. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wird I'm making something new for the Minotaur. Bring me everything I need. Um diese versteckte Passage unter den Stufen zu öffnen, musst du die Steine in der richtigen Reihenfolge drücken. Die Reihenfolge basiert auf dem Wert des Materials, aus dem der Stein gefertigt ist. Es hängt bei dem was? Bronze, Gold, Holz, Silber, Marmor. Wie? Oh Gott, oh Gott. Also so vom Wert da habe ich jetzt nicht so den Plan. Okay. Wollte schon sagen. Ja, dann haben wir ja doch noch ein bisschen vor uns, ne? Ich meine Minotaurus. Ich muss den Wagen öffnen. Schlüssel, nein, ist nicht. Was ist das hier? Ist ja auch knuffig. Was? Weiß ich doch nicht. Hier. Oder andersrum. Ich habe keine Ahnung, auf was ich sie stellen soll. Das ist aber unfair. Ach, da oben ist eine Uhr. Aber ich kann ihn hier gar nicht mehr bewegen. Warum nicht? Hä? Weil hier sieht man eine kleine Uhr. Ich weiß aber nicht, ob die damit gemeint ist. Weil jetzt kann ich die auch nicht mehr bewegen. Wo ist denn hier der Witz? Aha. Ja, ich sag jetzt mal nichts. Tja, für dich habe ich noch nichts. Das ist bestimmt eine Flöte oder sowas, ne? Hier muss ein Bild hin. Wie süß. Wir dürfen mit einem Puppenhaus spielen. Irgendwie reagiert er hier gerade auf gar nichts. Was mich gerade etwas nervt, weil ich nicht verstehe. Tu sie doch da rein. Aha, okay. Ich bin ja auch immer so ein ungeduldiger Mensch, ne? Nee, den hier brauchen wir. Und los. Danke. Weiß ich nicht. Ja, da fehlt das Bild. Wie? In der richtigen Reihenfolge. So wie auf der anderen Seite? Achso, das ist korrekt, alles klar. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe deine Trompete gefunden. Ein Hebel. Ein Hebel für was denn bitte? Ja.
Fragen, die die Welt bewegen. Wenn ich diese Details doch bloß vergrößern könnte. Finde 5 Elemente, die in einem Bild vorhanden sind, doch in dem anderen fehlen. Hier. Oh Gott. Drei. Er macht ja einfach irgendwelche Kreuze, ne? Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Das macht doch mehr Sinn. So, warte, was hatte ich denn jetzt noch gesehen? Das ist natürlich ärgerlich, weil ich jetzt schon... Doch, hier muss auch eins machen. Da. Ach so. Ja, dann eben so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einen hatte ich aber eben noch. Den hier und den hier. Oh Gott. Drei. Aber das hier ist doch nicht korrekt. Ach so, das zählt als das Ganze hier. Wahrscheinlich. Also 3 Stück habe ich schon gefunden. 4. Dann 3 Blätter dran. Trotzdem leicht tricky, ehrlich. Die Dornen sind dran. Letzte ist es immer auch das Schwierigste, ne? So finde ich. Ach schon, den habe ich ja schon noch vor. Ach komm. Komm, wir machen jetzt auf gut Glück. Kriege ich dann Ärger? Weiß es nicht. Okay, wahrscheinlich war da die Farbe anders oder so. Leerer Behälter, alles klar. Ich werde hier jetzt aber, 38 Minuten, hier jetzt aber den Part beenden und hier gibt es immer noch ganz viel zu tun. I need new bellows. Ja. Und wir schauen uns im nächsten Part weiter um. It's no use. I need a special tool to pry open the eyelids. Okay. Ja, okay. Gut, alles klar. Dann danke fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.